Hallöchen liebe Leute und willkommen beim Digitalfuchs. Ich habe heute mal ein Video vorbereitet, in dem ich euch meine Kameraeinstellungen zeigen werde. Eine Menge Leute haben mich gefragt, wie ich es eingestellt habe und was ich dafür so alles verwende. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt mal durchgehen, beziehungsweise der Eike hat mir das so schön eingestellt. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle, Eike. Gehen wir mal die Sachen ein bisschen durch. Es sind tatsächlich nicht nur die Kameraeffekte, beziehungsweise die Einstellungen, denn wie jeder weiß, sind die Standardeinstellungen zwar gut am Anfang, um den Ball zu treffen und so ein bisschen Gefühl für seinen Wagen zu bekommen, aber ich denke, mit der Zeit will man ein bisschen mehr so drumherum des Geschehens quasi erleben. Also umso früher ihr daran ein bisschen rumbastelt und es besser einstellt, umso besser für euch. So, gehen wir aber mal schnell die Sachen durch. Was habe ich bei mir alles eingestellt? Und zwar hier gleich das Kamerawackeln habe ich abgestellt. Und wartet, wir gehen noch so ein paar Sachen durch, bevor wir explizit auf die Kameraeinstellungen kommen. Die Wettereffekte habe ich ausgestellt. Es sieht zwar natürlich alles schöner aus, wenn es so schön regnet und schneit und alles Mögliche. Und Lichtstrahlenbüschel, falls es bei euch aktiviert ist. Die zwei Haken habe ich auf jeden Fall rausgemacht. Bei der Steuerung, die Vibration habe ich bei mir auch abgeschaltet, weil es mich einfach nervt, wenn der Controller mehr aus meiner Hand rausglitscht durchs Vibrieren. Natürlich ist das jetzt übertrieben, aber ich kann es einfach nicht gebrauchen. Es lenkt mich eher ab. Und es ist natürlich ein lustiges Feature, wenn ihr so ein cooles Rennspiel fahrt und der Controller vibriert, wenn ihr irgendwo dagegen fahrt oder so. Aber ich denke mal, um sich zu konzentrieren und den Ball richtig zu treffen, würde ich es eher abstellen. So, wie gesagt, Kamera wackeln habe ich auch abgestellt. Kommen wir jetzt zu den einzelnen Einstellungen. Hier könnt ihr natürlich auch gerne auf Pause drücken. Könnt ihr euch einen Screenshot mit dem Handy meinetwegen machen oder ähnliches oder mit dem Laptop oder Tablet einfach mal zu eurer PlayStation gehen und mal mit eurer einfach vergleichen. So, was haben wir hier alles eingestellt? Und zwar, ihr seht hier schon bei Kamerasichtfeld 110, Kameraabstand 280, Kamerahöhe 110, Kamerawinkel minus 3,0, Kamerastarrheit 0,45, Kameradrehgeschwindigkeit 6, Kameraübergangstempo 1,0 und die üblichen Sachen hier, Kameradrehung invertieren und Taste gedrückt halten für Ballkamera habe ich jetzt nicht. Also da drückt man einmal drauf und der Ball fokussiert sich dann quasi oder die Kamera auf den Ball. Ballindikator, ja, und Ballpfeil, das habe ich auch jeweils drin gelassen. So, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn das so ist, haut mir auf jeden Fall auf den Like-Button. Schreibt mir nette Kommentare, wenn ihr irgendwas ändern würdet oder irgendwas anders gemacht habt oder keine Ahnung, welche Fragen auch immer ihr habt. Und ja, wie gesagt, Like-Button smashen. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich natürlich auch super freuen, wenn ihr ein Abo dalassen könntet, falls euch das Ganze geholfen hat. Ansonsten, bis dahin, liebe Freunde, euer Digitalfuchs.